Ja, da war gut umkämpft. So, das war mein Segen dazu, zu der gelben Karte. Richtig. Willkommen zurück bei FIFA 18 und unserem Turnier 2. Ich bin der Jaro und ihr seid bei Knalltüten Gaming und wir starten direkt mit einem Blick auf die Tabelle nach dem ersten Spieltag. Natürlich sind wir Erster mit unserem grandiosen 6:0 und ja, starten wir gleich mal in Spieltag Nummer 2. Und das findet statt heute gegen Plymouth. Wer auch immer das ist, die haben zumindest auch gewonnen, so wie ich sie unten gerade sehe. Mal gucken, was das für Knalltüten sind. Ob die mit uns mithalten können. Es ist bewölkt. Wir haben wieder Profi. Und 4 Minuten. Wie immer. Unser obligatorisches Training. Heute Elfmeterschießen. Ja, dann machen wir mal einen Schuss. Gut, der ist drinne. Training beendet. Wir waren gut. Und damit zur Abendsonne beginnt Plymouth Argyle gegen Deutschland. Wir spielen wieder von rechts nach links. Und los geht's. So, jetzt ist der Ball fort. Wunderbar. So, trumpfen gleich auf. Oh, 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 oh. Der war ganz fies. Und es war... Oh, nein. Gelbe Karte. Und 11 Meter als Dankeschön. Fängt ja wahnsinnig gut an. Ah. Nun gut. Jagen wir ein 1:0 hinterher. Wir haben quasi das ganze Spiel noch Zeit. Naja. Wahrscheinlich halb so wild. Was jetzt? Abseits oder wie? Ich merke schon, der Schiri ist wieder nicht auf unserer Seite. Super, super gekämpft. Guter Schuss! Oh, ein Hammer-Tor! Von... Wer war's denn? Thomas Müller! Ja, der hat gepasst. Auch wenn es eher glücklich war, aber der war drinne. Traumhaft. Super. 1:1. Und die Fans sind aus dem Häuschen. Gucken wir gleich nochmal. Einfach weggeschubst. Guter Pass. Und einfach abgezogen. Mit Pfosten rein ins Paradies. Super. Und somit startet das Spiel quasi bei 0. So. Ich schätze mal, die Plymouthers, die sind bestimmt auch jetzt ein bisschen gebrandmarkt und erschrocken. Sollten sie aber auch sein. Ja, da war gut umkämpft. So, das war mein Segen dazu, zu der gelben Karte. Ein richtig fetter Nieser. So, machen die Spieler schließlich auch auf dem Platz. Also mache ich das jetzt auch hier. Und auf meinem virtuellen Platz. Aber genug des Niesers, weiter geht's. Oh, was für ein Traumpass. Mit einer Flanke steht wieder keiner. Doch, der steht da. Ja. Chancen sind ja echt bombig wieder. Schieß doch! Oh! Das kann doch nicht wahr sein. Eieieiei. Jetzt gibt es natürlich dafür auch gelb. Ich glaube, mittlerweile hat die ganze Mannschaft gelb. Fetziges Spiel, kann man nicht meckern.
Ja. Oh. Schieß doch! Und damit ist es 2:1 in Sack und Tüten. Und wieder war es Thomas Müller. Und tänzelt den gegnerischen Spieler. Und so zeigt unser Thomas, wie es geht. Muss ja irgendwann immer kommen. Ja, guter Pass. Gut gesehen. Und direkt drauf gehalten. Flach ins untere Eck. Weiter geht's. Dass wieder so ein Tor vergnügen wird, wie gegen Melbourne. Auf jeden Fall sehr abwehrstark sind die Gutsten hier nicht. Unsere sind aber nicht sehr passstark, wie man schon wieder sieht. Das geht ran. Wäre ja auch zu schön gewesen. Den hat unser Neuer sicher. Ja, da passt man vielleicht schon zu viel. Aber na gut. Fehlpässe gehören ja zu uns wie das Power Vision. Wieder ein schöner Ansturm. Im Grunde dasselbe Tor fast nochmal. Aber dieser war es, die Nummer 23. Das könnte Mario Gomez gewesen sein. Mit dem 3:1 für Deutschland. Ja, ist doch wieder super rausgespielt. Abwehr ist nicht schnell genug. Und buff, kam dasselbe Tor wieder zustande. Ja, das läuft doch schon mal gut. Ja, geschickter Pass. Und schon sind wir wieder am Ball. Und schon nicht mehr. Oh, sag mal. Ein guter Schuss. Aber unser Neuer hat gehalten. Unser neuer Torwart. Oh. Oh, der sieht gefährlich aus. Abstoß. Wo ich fast gedacht hätte, das wäre eine Ecke, aber Abstoß ist ja Abstoß. Ich hoffe, das war jetzt kein. Ah, war natürlich voll abseits. Na gut. Darf auch mal passieren. Aber ein 3:1 zur Halbzeit sagt, glaube ich, schon alles aus, dass das ein gut funktionierendes Spiel ist. So, mehr wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Nein. 3:1, wie gesagt, zur Halbzeit. Das lässt hoffen, dass mehr passiert noch. Sieht man wieder die Weltauswahl? Nein, sieht man jetzt gerade nicht. Und ich scrolle jetzt auch nicht extra. Wir starten lieber die zweite Halbzeit zwischen Plymouth und Deutschland. Die Plymouth, die erkennt man kaum, weil die sehen so aus wie die Wiese. Gut umkämpft. Oh, guter Pass. Lass doch. Oh, fast im Liegen geschossen. Die geben trotzdem noch alles. Eine Flanke. Oh, was für eine Wumme. Aber leider in der Mauer. Oder Abwehr. Dann probieren wir es aber nochmal. Ja, ein bisschen nervös werden die Plymouth schon. Super gesehen. Ast rein. Jetzt fangen sie an zu zaubern. Auch wenn das schief ging. Oh, von dort geschossen. Ja, oh, nicht schlecht. Hat zwar nicht so geplant, aber sah geil aus. Der Ball kommt. Hoch rein. Und Torwart hat ihn gehalten.
Na komm, lass dich nicht feiern. So, Ball kommt direkt. Gut gesehen. Und wieder auf dem Torwart, das kann ja nicht wahr sein. So. Ein Passspiel aufgezogen. Wenn es ein Fehlpassspiel ist. Egoismus hat wieder gesiegt. Auch wenn es nicht in diesem Zweikampf war. Schön getunnelt. Klasse. Böser. Ne, so nicht, ja. Schön abgedrängt. Eine Flagge kriegen sie trotzdem noch zustande. Ja. Guter Schuss. Kann man nicht meckern. Wieder ein sehr actionreiches Spiel. Man weiß also nie, was denn passiert. Oh hier, der hält mich übelst. Oh hier, dass das nicht gepfiffen wird, ist ja klar. Warum passt zu viel? Danke. Was super gemacht. Nächste Flanke. Und oh, was für ein Tor. Wahnsinn. Sah aus wie Mesut Özil mit dem 4:1 für Deutschland. Ja, und das war auch Mesut Özil. Sah sehr ninjahaft aus. Ja, da ist die Freude groß. Müller, Müller, Müller freut sich genauso. Fans in das Häuschen. Alle geben Five. Wunderbar. Guter Pass, war aber eine super Flanke. Puff. Und dann über Tor drüber gestolpert. So ein Tor nehmen wir doch mit Kusshand. Goal for the visitors. Number 10, Mesut Özil. Mesut Özil, hat er gesagt. Guter Einsatz. Ja, das Einsatz. Leben am Limit. Wieder Mesut Özil. Eine Flanke. Ein Kopfball von da hinten. Aber es gab immer eine Ecke. So. Ecke folgt. Auf den Kopf und er ist drin. Wunderbar. Mario Gomez mit dem Kopfballtor. 5:1. So lässt sich doch wirklich leben und genießen. Gucken wir natürlich nochmal schön an. Eckballtore. Warte mit dem Kopf. Machen wir so selten. Saß. Super, super, super. Mehr kann man da nicht sagen. Auch wenn es vielleicht Gegner sind zum Warmspielen, aber trotzdem. Manchmal sind die doch sehr hinter alte Handtaschen mäßig. So. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Oh, wird das noch ein Angriff? Das ist vielleicht doch noch das sechste Tor. Oh, der war zu weit vorgelegt. Nein, es wird kein sechstes Tor. Es bleibt beim 5:1 für Deutschland gegen Plymouth. Wie auch immer die genannt werden. Tja, und damit bedanke ich mich, dass ihr auch den zweiten Spieltag super verfolgt habt. Ich hoffe, euch haben die Tore auch gefallen ein bisschen. Und ich freue mich, wenn ihr beim dritten Spieltag wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao, euer Jaro. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.